so ganz einfach. Er spart ganz viel Arbeit. Ist recht cool. Glaubt das Template nicht. Ich habe nichts gesagt. Und das Coole an AngularJS ist halt auch, es wird von Google selbst entwickelt, von einem Google-Team, die sehr nah an der Community dran ist. Also auch in der AngularJS Google-Gruppe und Co. kriegt man teilweise von den Entwicklern selbst Antworten. Das ist ganz nett. Aber auch sonst, es gibt halt wirklich viele Leute, die sich damit beschäftigen. Viele Leute, die davon fast keine Ahnung haben und trotzdem helfen wollen. Das ist ein bisschen nervig. Wenn man so wirklich explizite Fragen stellt und die kommen dann mit, ja, da musst du dann das und das machen. Das ist einfach falsch und ja. Ich habe nämlich auch das einmal ein Problem gepostet und kam die Antwort, ja, das geht nicht. Das ist einfach nicht umsetzbar. Ich sage, doch, ich habe es. Mein Problem ist die Performance in der einen Sache. Und sie, nein, das kann nicht funktionieren. Ich habe gerade auf mein Mikrofon gespuckt. Ich habe es. Ich habe es so programmiert. Es geht. Ich habe es doch. Und ja, teilweise kommen solche lustige Sachen raus. Oder die machen sich eher Gedanken, ja, ist das denn sinnvoll zu programmieren? Ich so, es ist doch scheißegal. Ich muss es programmieren und ich brauche eine Antwort zu dem Teil. Egal, ob ich das jetzt in diesem Programm Umfang mache oder irgendwo anders. Ich brauche gerade nur einen Teil. Ob das Programm an sich scheiße ist, das brauchst du mir gerade nicht sagen. Das weiß ich selbst. Aber da kommen so Sachen, ey. Ist aber ja meistens nur nett gemeint von denen. Haben wir Tin? Nicht so viel. Ich meine, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 8. 8 Tin. Wir haben 2 Broken Ore. Das macht nicht mal ein Geräusch. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum ich nichts höre, aber es macht halt einfach kein Geräusch. Oh Gott, wenn das automatisiert ist, dann bin ich, glaube ich, froh. Dann geht die Welt ein bisschen schneller. Zwei Tin, Broken Nickel, Iron ist natürlich gut. Oh Gott. Das wird noch ein bisschen dauern. Redstone braucht man auch wieder. Humpidum, 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 bidum, humpidum, bidum. Das sollte ich nicht tun. Humpiditum. Oh Gott, ich brauche keinen. Habe ich da einen Emerald? Ja. Ich brauche keinen Lapislazuli. Ich hatte Minecraft Sky Factory Server, wo ich mit Nonin ein bisschen drauf gespielt habe. Das erste, was wir gesehen haben, war ungefähr so in 100 Block Entfernung ein Haus, ungefähr auf der Höhe und bis runter eine Dirt-Säule. Und zwar wirklich so 8x8 Blöcke oder so. Ich war auch so, wir produzieren einfach so viel Holz, dass wir da hinkommen und wir haben nie wieder Dirt-Probleme und sowas auch. Das war ein bisschen lame. Es wird gerade Nacht. Ja, das mit dem Licht ist noch nicht so ganz optimal. Aber ich habe halt wirklich nur irgendwie ganz spartanisch hier Sachen hingestellt und fertig. Immer noch nur 2 Tin. Ist doch scheiße. Ich hoffe ja ein bisschen, dass wir aus den Beuteln was Schönes bekommen. Von den Monstern. Ich weiß gar nicht, ob das eventuell so lukrativer wäre, dass wir einfach eine Monsterfalle bauen und die ganze Zeit uns die Beutel snacken oder sowas. 3 Tin gerade mal. Ich meine, was sind schon 3 Tin? Dann können wir sowas machen wie automatisch die Ores farmen, dann machen wir irgendwie, kommt das in eine Truhe rein. Die Truhe ist mit einem Hopper mit Öfen verbunden und dann brennen wir es automatisch. Drei Tin. Oh, Fackeldudeldu. Ich wäre so gern wie du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du, Schepperipiridau. Setz hier laute Musik ein, während ich singe. Grießpreis kann man doch nicht singen, ja, aber trotzdem. So. Bauen wir uns eine neue Truhe für die Erze.
Wir hätten vor eine Truhe für die Erze. So. Das nehmen wir mit. Das kommt hier noch rein. Was war das denn? Lied! Nein, wir hätten auch so ein cooles Exodus-Schwert. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es hieß. Irgendwas leuchtet da. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was das ist. Ein Wisp. Interessant. Peach Forager. Die sehen so ein bisschen aus wie die Schatzgoblins von Diablo, finde ich. Wir haben irgendwie nichts bekommen. Au, du Sack. Nee, die sehe ich nicht. Nichts hintergefallen. Was haben wir hier? Mana Bean. Gained 1 Research Points for Perditio. Die Ausbeute war jetzt sehr bescheiden. Schon auf wieder 1000 drin, oder? Ja, ziemlich. So, ich werde, glaube ich, den Monster Spawn anfangen. Ich will was bauen. Ich habe Lust, was zu bauen. Ich hab Lust, was zu bauen. Ich brauche Leitern. Das erste, was ich brauche, sind Leitern. Weil ohne Leitern komme ich nicht wieder runter und das wäre sehr ärgerlich. Erstmal brauchen wir Leitern. Leitern. Eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie hoch eine Monsterfalle sein muss. Wie tief Monster fallen sollen. Ich glaube, es war irgendwie 15 Block oder so. Handy! Dein Einsatz! Moment, nein, ich möchte einen neuen Tab. Monsterfalle Höhe. Ohe. Ja, es gibt halt so einen bestimmten Wert, wie tief die fallen sollen, damit sie ganz wenig Leben noch haben, damit also One-Hit gehen kann. Monster-Fallenanlage. Das klingt doch schon mal interesting. So, wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Leitern. Irgendwie so war das. So, 54 Stück. Die Falle wird in einem eigenen unter Anleitung Fallen beschrieben. Oh, jawohl, toll, danke. Ja, 54 Leiter. Wir machen es einfach mal 15 Block. Zur Not bauen wir es um. Leckt mich. Überall was? Nee, da fehlt noch. So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Ich glaube, 15 Block ist ziemlich hoch. Ich glaube, die werden daran verrecken. Ein Block noch. Ich kann einfach von der Mitte aus zählen. Das müsste der Wasserfluss sein. Wasserfluss. Ich habe jetzt übrigens nicht mehr dieses Inventory-Mod und Co. Was ich echt schön finde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 plus die Wand. Weil so weit fließt Wasser. Eigentlich kann ich das auch schon wieder abreißen. Weil ich das ein bisschen anders machen werde. Ja, ich weiß. Planung ist nicht so meins. So. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Mauer. Sind jetzt hier ziemlich genau drüber, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Mauer. Muss aber so sein. Da kommt das. Doch, die Mauer kann ich ja durchziehen, das ist korrekt. Ne, ich glaube, wir sind tatsächlich ein Stück weiter versetzt. Mal gucken, ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung gerade. Bam, badam, bam, badam, bam, badam, bam, bam. Ein Ohrwurm. Vielleicht merkt ihr das. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, die Insel ist tatsächlich ein bisschen kleiner als vorher. Das ist nicht schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Mauer. Die Mauer wird aber nicht aus Cobblestone. Was? Die kommt da nicht da unten her, meh nicht. So, jetzt können wir uns nach da bauen, dann haben wir schon mal die erste Fläche. So. 1, 2, 3. Dann können wir das hier nach hinten durchziehen. Ton, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mauer, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Mauer, 1, war gerade was falsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Mauer. So, der Block kommt auch weg. Ja, das hier unten wird verbunden. Wird es gerade Nacht? Ja, es wird gerade Nacht. Daytime! Nighttime! So, jetzt muss ich hier recht vorsichtig vorgehen, sonst fallen wir runter und das wäre nicht so gut. Kommen wir da auf hier nach oben. Die Zeit haben wir noch. Ungefähr 10 Minuten.